Hallo und herzlich willkommen hier und ein frohes neues Jahr allen denen, denen ich das noch nicht gewünscht habe. Frohes neues Jahr, Leute. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und ich dachte mir, fangen wir gleich mal ganz frisch an. Ja, das hier bin ich heute bei Steam drüber gestolpert. Also heute ist quasi Samstag, also gestern. Und ich dachte mir, ja, das ist doch was Feines, damit wir noch ein bisschen die Zeit bis zur nächsten Path of Exile Liga überbrücken können. Bin doch ein bisschen neugierig gewesen. Kann natürlich sein, dass es gar nichts ist, ne? Aber ich dachte mir, komm, Leute, ich zeig's einfach mal. Und wir schauen mal. Das Spiel heißt Kill Squad. Ja, also eigentlich typisch das, was ja eigentlich immer im Spätprogramm läuft. Aber der Name, glaube ich, der sagt doch irgendwie mehr aus, als es dann tatsächlich auch ist. Wir schauen noch mal ganz kurz rein, ja. Ich wollte das hier auch mal zeigen. Also ich habe es auf Steam, habe ich es entdeckt. Kostet derzeit 13,99 ist da gerade jetzt im Angebot. Ich weiß nicht, wie lange, 5. Januar. Also im Moment geht es noch, je nachdem, wann ihr es eben schaut. So, und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, es ist ein Hack and Slay mit Science Fiction. Ja, in einer Science Fiction Welt. Und das fand ich irgendwie so cool. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also es ist tatsächlich so, dass man bis zu 4 Leute im Koop spielen kann. Aber man kann es eben auch Singleplayer. Ich hatte extra geguckt. Es geht wohl auch Singleplayer. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie das mit der Steuerung sein wird. Also momentan habe ich jetzt noch Tastatur hier am Start. Und ich befürchte nämlich fast wieder, dass das... Ich habe irgendwo auch gesehen, schon WASD-Steuerung ist ja in der Regel nicht ganz so glücklich für Spiele im Hack and Slay oder in Hack and Slay Manier, finde ich persönlich. Da wird man dann mal gucken müssen, ob wir dann vielleicht ab Folge 2 auf Controller umstellen. Wird man mal schauen. Mal gucken, wie das Spiel ist. Also wir schauen uns das jetzt mal an. Ich klicke das jetzt hier mal weg. Das ist hier ganz am Anfang. Also ich bin tatsächlich noch gar nicht drin gewesen. Hab's dann noch gar nicht angeguckt. Also das ist hier komplett alles niegelnagelneu. Ich denke mal, wir haben hier jetzt ein bisschen Erklärung jetzt am Anfang noch. Wir werden nachher auch die Musik noch, werde ich noch ein bisschen weiter runterstellen. So, fangen wir mal an. Ja, also willkommen bei Kill Squad. Hier hast du deinen Helden. Ja, mal gucken, ob das so ein Held ist. Ja. Zusammen werdet ihr Verträge in einer Reichweite abschließen. Verschiedene Anfänger. Geht so, um mehr darüber zu erfahren. Machen wir mal. Zap. Willkommen in deinem Rastplatz, wo du den Helden aus, mit dem du deine Verträge abschließen kannst. Links hast du deine Helden, auf denen jeweils eine Zahl ihren Vektor. Auf denen jeweils eine Zahl ihren Vektor. So, da hätte irgendwie was, irgendein Satzdings noch darstellt. So, achso, rechts kannst du ihre Fähigkeiten lesen und Statistiken sehen. Untersuche sie und wähle den, der besser zu deinem, um deine Verträge abzuschließen. Alles klar, das machen wir doch einfach mal. Kann ich das jetzt schon machen? So, also das nehme ich jetzt mal an, ja? So, Vektor ist die Daten, den du mit den Heldziele geht zum Abschnitt Inventar, um mehr über Vektoren zu erfahren. So, und den wollen wir ja erstmal, eigentlich wollte ich mir die jetzt gerne mal angucken, aber gehen wir mal erstmal ins Inventar. Der Vektor ist die Stufe. Vektor ist also Stufe, ja, okay. Die Stärke deines Helden bestimmt. Jeder Vertrag hat einen empfohlenen Vektor. Die Stärke der Feinde nimmt zu, wenn du die Verträge durchläufst. Um deinen Vektor zu erhöhen, rüste Waffen und Ausrüstung aus, die du auf der Registrierungskarte Shop oder beim Abschluss eines Vertrags kaufen kannst. Annehmen. So, kehre zur Lobby zurück und gehe zu Kontrakt auswählen, um mehr über die Verträge zu erfahren. So, Kontrakt auswählen. Hier ist es an der Zeit. Gut, alles klar, müssen wir einfach mal draufklicken. So, Vertrags. Hier hast du Zugriff auf viele verschiedene Arten von Verträgen, die du allein oder mit Freunden abschließen kannst. Schließ deinen Vertrag ab, um Zugang zu Verträgen eines höheren Vektors zu erhalten. Es gibt 3 Vertragsarten, basierend auf dem Mindestvektor. Recruit, Vektor 5 bis 10, Veteran 45. Na, okay, bewege den Mauszeiger an. Weiter, okay, alles klar. Also bis hier haben wir es ja verstanden, ja? So, jetzt kann ich ja einmal auch zurückgehen. Ich will ja erstmal noch gar nichts auswählen. So, erstmal möchte ich gerne Helden. Jetzt gucken wir uns doch mal die Helden an. Toy, das ist der Revolverheld, okay? Das ist hier Inventar oder was? So. Das ist Cosmo. Ist Luka Petrov oder das sagt sein Anzug. Niemand hat jemals sein Gesicht gesehen oder weiß, woher er kommt, aber sein ist bemerkenswert, der als sengendes Feuer. Also, achso, da auf der linken Seite können wir so ein bisschen so den präzise Schüsse. Schüsse ist vielleicht ganz gut. Starker Schuss, Exekution, Traktorschuss. Okay.
So, vielleicht können wir die später auch noch ein bisschen. Schlitzt und zerfetzt. Teleport-Wurfstern. Phasenwechsel. Und Standardangriff. Plasmastrahlen. Finde ich bis jetzt eigentlich ganz gut. So. So, die Zahl da drüber ist der Vektor. Also wir haben hier Stufe 5 sind die alle, so wie das aussieht. Motor und Blitz. Und so wie das aussieht, können wir hier auch noch weitere kriegen, kaufen, erspielen, was auch immer. Verbündete. Ja, gut. Also ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen Unterstützung, würde ich jetzt fast mal sagen, oder? So, ich finde das eigentlich ganz gut. Das finde ich jetzt eigentlich ganz raffiniert, finde ich. So. Aber das ist so ein Klopper, ne? Ich bin ja ein bisschen lieber Fernkampf, ne? Da kann man auch schnell mal weglaufen. So, hier haben wir also Inventar dabei. Also gesperrt. Talisman ist noch gesperrt, wenn das eins von meinen Verträgen. Okay. Standardangriffe. So, ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen neugierig, ne? So, Fähigkeiten. Upgrades, was heißt das? Das heißt, das könnte ich jetzt machen, oder was? Nee. Das ist ein starker Schuss, das haben wir also. Haben wir auch. Wird ein Schuss auf alle Gegner mit einem standardmarkierten Gegner abgegeben. Richtet bei jedem von ihnen 400 Schaden. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Gibt einem Schuss von dir ab, der Gegner anzieht oder sie betäubt. Rolle. Weich zweimal, als wenn die Fähigkeit einsetzt. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. So, und jetzt können wir hier ein Upgrade machen. Oder auch nicht. Hat er wahrscheinlich bekommen schon. Ich kann es auch nicht sagen. So, wir wollen das gar nicht so lange. So, Einstellung. Also, wir wollen mal ganz kurz jetzt Audio. Also, Musiklautstärke machen wir mal runter. Dann gibt es auch keinen Ärger. Wir machen hier mal Effektlautstärke noch ein bisschen runter. Stimmenlautstärke lassen wir mal so, würde ich sagen. Und ja, im Gesamten mache ich auch mal dann. So, gut. Ich glaube mal, das scheint mir ganz gut zu sein. Jawohl, zurück. Dann haben wir Eingang. Eingang, Ausgang. Was soll das? Eingabe, würde ich eher sagen, ne? Oder? Tastatur, Regler. Es geht eben auch mit dem Regler, aber da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ich probiere es jetzt erstmal mit Tastatur, ne? Bin ja Tastaturspieler. Ob das eben nach oben sich abwärts bewegen, nach links bewegen. Ich bin gespannt. Also eigentlich schon, ne? Aus Ego-Perspektive echt beste Steuerung schlechthin, ja? Aber ansonsten wird es echt schwer. So, was haben wir hier? Details. Das ist okay. Benutzeroberfläche. Oben links, oben rechts. Ja, da werden wir mal gucken. Demontieren, das wird ja bestimmt noch ein bisschen, also F ist benutzen, soll ich jetzt mal in irgendeiner Art und Weise oder was? 1, 2, 3. Die Frage ist, da war doch eben noch Rolle. Grundlegender Angriff, Kompetenz 1, Kompetenz 2, Shift. Na gut, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los, oder was? So, Lobby. Also ich nehme jetzt, haben wir den ausgewählt? Ja, den Typ mit dem, den haben wir auch ausgewählt. Jawohl, da waren wir doch ganz richtig. So, also, Lobby, Kontrakt auswählen. Vektor, an der Türe, du kennst Wasteland 7a, einst als idyllische Zivilisation bekannt, bis ein Atomkrieg und zwei Jahrhunderte radioaktiver Niederschlag sie zu dem machten, was sie heute ist. Anscheinend ist eine Art Mutant außer Kontrolle und versucht Probleme in der Forschungsstation von Biosystem Labs. Die Sache ist folgendes, das Kopfgeld ist gestiegen, also es ist Zeit für dich, sich vorzubereiten. Und im Idealfall in einem Stück hierher zurückzukehren. 4000 Credits kriegen wir dafür. Würde ich mal sagen, die nehmen wir doch mal an. So. Vertrag bestätigen. Beitreten. Gastgeber öffentlich. Gastgeber privat. Gastgeber privat würde ich jetzt mal sagen, spielen wir definitiv ganz allein. Gastgeber öffentlich würde ich sagen, dann können andere da mit rein. Und beitreten bedeutet wohl, dass wir in irgendeine andere Gruppe eintreten. Also wir machen jetzt mal, ich spiele das natürlich mal privat. So. Hoste private Session. Ja, okay. Achso, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir müssen bestimmt noch privat. Töte den Alpha-Dolem. Den Dolem. Habt ihr gehört? So, starte Spiel. Den Dolem. So, also das sieht schon mal cool aus, oder? Liegt hier, hat einen sich zurückgeholt, was einst entstanden war. Also ich fand das einfach faszinierend. Ich fand die Idee. Also WASD, alles klar. So. Oder linker Joystick. Ne, WASD. Wir probieren das erstmal so.
Okay, den Zoom kriegen wir ja auch hin. Ne? Spacebar ist was auch immer. Ist also Dash. Okay. Geräte. Das ist mir noch nicht ganz klar. R ist der Waffenschalter. Erfahrungstaste. Gut, wir werden jetzt einfach mal, ne? So, Vorsicht ist voller Feinde. Beende sie alle, um ADN Erfahrung zu haben. Also hier sind so kleine Übersetzungsfehler drin. Noch? Aber man muss auch, ist auch Early Access, ne? Das darf man denen jetzt auch keinen Vorwurf machen. So, obwohl es ist ja alles Early Access. Also von daher, heutzutage ist ja alles. You know Wasteland 7A? It was once known as an idyllic civilization until the nuclear war. And two centuries of radioactive fallout turned it into what it is today. Apparently, some sort of mutant is out of control and causing trouble to Biosystems Labs research stations. Von Biosystems. Here's the thing. The risen. So it's time for you to gear up and ideally get Ja, okay. So. Also es ist, würde man sagen, ist ein Controllerspiel. Definitiv. Weiß ich, ob es das jetzt unbedingt besser macht, ja. Aber wir schauen einfach mal. Ich weiß auch nicht, was die beiden sind. Also ich glaube, das hier würde ich jetzt mal tippen, ist wahrscheinlich Leben. Rest kann ich noch nicht sagen. So, sehr gut, ich weiß nur nicht. Ah, Hechtsprung, okay. Sieht aber cool aus, schon mal. Oder? So, haben wir jetzt was eingesammelt? Was haben wir eingesammelt? Irgendwas gekriegt? Oh, wir haben da ein bisschen roten Balken gekriegt. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas schutzmäßig oder so? Das sah aber cool aus. Also Spiel. So, schon cool. Was ist das da? Ist das was wir einsammeln können? Das ist was wir einsammeln können. Ein Ödlernstein. Kann ich noch was einsammeln? Nee, mehr kann ich nicht einsammeln. Aber grafisch echt schick gemacht, ja? Sag mal ganz ehrlich. So, das haben wir gut hingekriegt. Das wird bestimmt nicht immer so leicht bleiben. Befürchte ich fast. Aber das ist ja so die Einstiegsmission, oder was? Kann man eigentlich sowas wie eine Map? Nee, haben wir nicht. Tabulator-Taste? Haben wir auch nicht. Irgendwas haben wir hier, aber... Wir können ja auch rauszoomen, ne? Nee. Warum sollte man das machen wollen? Keine Ahnung. Schade, was mir hier fehlt, ist sowas ein bisschen wie eine Map. Das fehlt mir doch irgendwie. Das hätte ich gerne noch, dass man sich nicht verlaufen kann, ne? So, kommt raus. Oh. Ich krieg euch, Leute, ich krieg euch. Stufaufstieg. Tada, Stufaufstieg. Ohne zu sterben. Achso, ohne zu sterben. F1-Taste. F1-Taste. So, Fähigkeiten-Upgrade. Hab dich. Der Radius von Traktorschuss vergrößert sich. Ist das das Ding hier? Ist doch der, den wir sowieso haben. Rauchbombe. Nach dem Ausweichen lässt du eine Bombe fallen, die Schaden verursacht und einen Verlangsamungsbereich für 3 Sekunden erzeugt. Auch nicht schlecht. Du bekommst ein zusätzliches Ausweichmanöver. Habe ich da schon irgendwelche Sorgen mit? Ich weiß nicht, Traktorschuss, sag mal? Würde doch mal sagen, das ist doch der. Oder ist das das, was wir hier mit dem zweiten Mausklick machen? Nee, das ist das. Der Radius. Das heißt, der Bereich da, oder was? Naja, Schaden tut's nicht. Also nehmen wir mal das. Bin mir nicht ganz sicher, was mir das jetzt gebracht hat, aber bestimmt gut. So, also wir müssen ja diesen komischen Gegner müssen wir erledigen, ne? Ich weiß noch nicht, wo der ist.
komm raus. Ergib dich. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, also ich sag mal, Path of Exile im Science-Fiction-Setting, ne, ich wäre voll dabei, ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Ich würde mich lieber ein bisschen durchklicken, aber ganz gut gelöst eigentlich. Die Sache ist natürlich schon irgendwie hier, dass ich sagen würde, na gut, wie soll man es sonst machen, ne, also. Auch dass man, ich meine, das ist natürlich von Vorteil, so kann man auch rückwärts laufen und natürlich gleichzeitig. Oh! Ich hoffe mal, das ist auch das Ziel. Wobei ich noch nicht so, wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, das war gar nicht das Ziel. So, das war gar nicht das Ziel. Wie kriege ich denn wohl Leben wieder? Kriege ich irgendwie Leben wieder? Und ich weiß natürlich auch nicht, wofür Eda war. Achso, das war ja der zweite Angriff. Ja, alles klar. Okay. So, wir können auch irgendwie die Waffen wechseln. Was habe ich jetzt für eine Waffe? Eine andere Waffe. Macht den anderen Schaden? Kann ich irgendwo einen Schaden sehen? F1 oder was? Inventar? Nee. C müsste man nochmal. Was war das? Ah, das sind hier, guck mal hier so. Ja, okay. Ganz witzig gemacht. Guck mal, ich höre mal die andere. Ganz kurz, mal gucken, wie die sind. Oh, das kann ich wieder einsammeln. Ist da was Gutes drin? Ein Ödlandstein. Ich weiß mal nicht, was man mit diesen Steinen macht, aber... Die sind bestimmt schicker, als sie sich anhören. Überreste von Toten holen wir uns gleich. Deswegen machen wir den ganzen Quatsch hier eigentlich, ne? Das war noch so faszinierend, dass ich da noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Also irgendwie mag ich die lieber. So, da wollen wir mal gucken, was haben wir da Schönes? Überreste von Gegnern. Ich sehe keine Überreste. Da, interagieren. Waren das jetzt die Überreste? Nee. Ich habe das mal eben gescannt, Leute. Ich habe es mal eben gescannt. Nein, gefällt mir. Also, so, was haben wir jetzt? Achso, der macht normalen Schaden. Das ist wahrscheinlich hier. Und der macht wahrscheinlich eher so Feuerschaden, ja? Also je nach Gegner muss man dann wahrscheinlich einfach mal gucken. Aber ich glaube, das wird nachher schon noch ein bisschen knackiger. Guck mal, die sind da ein bisschen allergischer gegen. Kann das sein oder bilde ich mir das ein? Nee, das mögen die nicht so gern. Also diese Schadensart ist schon ein bisschen, da sind die schon ein bisschen sensibler. Cool gemacht. Also wirklich cool gemacht. Ja, und es gibt schon so lange. 2019 habe ich gesehen. Seit 2019 gibt es das schon. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich hatte irgendwo mal so eine Ankündigung gesehen. Oder ich weiß gar nicht was, eine Ankündigung oder eine Werbung. Jedenfalls habe ich tatsächlich damals gedacht, alles klar, wenn das rauskommt, spielst du das. Dabei war das, gab es das wahrscheinlich schon lange. So, ich habe außerdem meinen Stufenanstieg noch gar nicht gemacht. Guck mal, 4 sogar schon. 2 Stufenanstiege darf ich machen. So, wandelnder Toter, markierte Feinde erhalten durch alle Standardangriffe 120% zusätzlichen Schaden. Das finde ich gar nicht so schlecht. Kann nach Wunsch gezündet werden.
Nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Hinterlässt eine Spur, die 5. Das finde ich besser. Das ist für mich ist das. So. Und da müssten wir doch eigentlich. Müssten wir nicht sogar noch was haben? War mir so. Was ist das? Achso, ich dachte gerade eine Alarmsirene. Aber wir kommen näher, ne? Da hinten ist er irgendwo. Komm, gib auf, du Lump. Gib auf! So, ich weiß auch nicht, wie oft man sterben darf. So, unten ist vielleicht die Anzahl. Huh? Das war ein, Ja, hat aber nicht. Weiß ich, er hat einen Doll? Nee. War ein bisschen mau, ne? So, was ist das? Oh. Öffnen. 160 Credits. Ich weiß nur noch nicht, was man damit macht. Aber geil. So, wo seid ihr? Wo ist er? Es, sie. Also das wird echt knackig werden. Ich glaube, bin mir noch gar nicht sicher, ob wir das zu Anfang anschauen. Guck mal. Was ist das für ein Typ da? Der Händler oder was? Was bist du für einer? Was bist du für einer? Zu diesem Anbieter kann was? I'm tired of you vandals, wrecking these machines all the time. What? Und nu? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was er von mir will, wenn ich ganz ehrlich bin. You scoundrels. Keep your distance from this vendor. Da du daraus erhalten kannst. Okay. Das heißt. Okay. So, aber ich kann da jetzt nichts machen, ne, oder? Nee. Kaputt machen kann ich es wahrscheinlich auch nicht, oder? Das ist mir jetzt irgendwie nicht so klar. Wenn ich auf ihn schieße, passiert auch nichts. Keine Ahnung, ist vielleicht nicht für alle. Also ich sag mal, man hat ja diese vier Typen. Vielleicht ist, gilt das nur für einen. Keine Ahnung. So. Oh. Guck mal, das ist nämlich hier und jetzt macht das nämlich noch Schaden. Was natürlich von Vorteil ist, durchaus. Oh. Also wir brauchen noch ein bisschen Leben, brauchen wir noch. So, man kann auch sowas nicht einsammeln, ne? Also, sagen wir mal gut, das Laserpistolen nicht so schnell. Was ist das? Heilung? Ödlandstein, ne. Also, das ist Überreste von Gegnern, ja? So, ich habe so den Eindruck, oh ne, noch nicht. Das ist noch ein Ende. Stufenaufstieg. Werte verbessert. Okay, also das heißt aber, ich habe jetzt keine neue Fähigkeit. Nee, habe ich nicht. Aber das sind jetzt viele Stufenanstiege hier, gleich im ersten Vertrag. Oh, das war eine Falle. Kann ja nur hoffen, dass... Ich kann nicht anders. Ich muss mir jetzt erstmal... So, Rückzug ist manchmal, also gerade hier so. Und ein Upgrade. Hier würde ich mir natürlich auch wünschen, dass man volles Leben beim Stufenanstieg wieder zurückbekommt. Aber das ist hier nicht so. Ah, da ist wieder so ein Dicker. So ein Golem-Typ. Er hat ein bisschen gewartet, ja? So, zerplatzt er? Nee. So, ein Upgrade haben wir auch. Aber wir schauen jetzt erstmal. Da vorne war ja auch noch irgendwie was, oder? Nee. Da war nichts. So. Schattenklone. Ruf zwei Klone herbei, die dir für 15 Sekunden... 15 Sekunden ist ein ganzes Ende, oder? Richtet für 6 Sekunden Schaden im Wirkungsgebiet an. Kugelhagel. Wir nehmen mal den Kugelhagel.
Wobei ich jetzt nicht weiß. Also wir müssen das ja auch irgendwo mal. Ist das der Kugelhagel oder was? Würde sagen, ja. Wäre vielleicht doch die Klone besser gewesen? Es dauert auch eine ganze Zeit, ja. Aber gut, das ist natürlich auch ein Upgrade. Ich meine, kann man bestimmt auch irgendwie wieder rückgängig machen. So, nehmen wir mal die. Nicht, dass die andere noch überhitzt. Also sind schon so ein paar Stufenanstiege. Also das gefällt mir schon. Werte bisher nur verbessern. So, wir müssen natürlich überall mal gucken. Es kann ja überall noch irgendwie was rumliegen. Ja, die Frage ist. Schön ist natürlich. Wenn die. So wie hier. So, aber da scheint mir doch tatsächlich diese andere Bewaffnung irgendwie schneller zu gehen, ne? Obwohl das mittlerweile auch schon ganz gut ist. Wir haben natürlich auch schon gute Werte jetzt irgendwie. Oder sagen wir mal bessere Werte. So. Guck mal, da hinten ist noch irgendwie, da liegt noch was. Das holen wir uns auch. Definitiv. So. Aha! Was war das? So, Upgrade verfügbar. Aber ständig Upgrades. Du erhältst mehr Glück durch Tötung mit Hinrichtung und durch Aufheben einer Karte. Karte fallen näher zu dir. Okay. Nimmt mit der zurückgelegten Strecke zu. Die Größe von Detonator, Shot und Trail nimmt ebenfalls zu. Das ist doch gut. Das finde ich gut. So, guck mal, da oben geht's auch weiter. Guck mal, deswegen würde ich mir jetzt zum Beispiel eigentlich lieber eine Karte wünschen. Also so eine kleine Mini-Map, ne? Eigentlich nur. Damit wir. Damit man mal sieht, wo man schon überall war und wo nicht. So. Mal schauen. Was ist da hinten? Gibt es da noch was? Es geht mit der Steuerung. Also man gewöhnt sich dran. Also es ist nicht so schlimm. Tatsächlich. Wobei ich aber fast sagen würde, oh, guck mal, da oben ist noch was. Wobei ich fast sagen würde, ach so, das ist dann im näheren Umfeld. Das ist natürlich auch cool. Cooles Gadget irgendwie. Na, kommt. Schön in einer Reihe auf. War ein bisschen gemein, ich weiß. Es ist schon ein bisschen, so ein bisschen taktisch, ne? Gut, aber SPOE auch. Dagegen ist das jetzt auch noch, allerdings auch noch relativ nett. Bloß er zählt zurück. Also das hat schon ganz schön Cooldown, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nicht schlecht gemacht. Nicht schlecht gemacht. Bisher. Gefällt mir gut. Mal gucken, wie der Boss ist. Mal gucken, wie der Boss ist. Also, ich würde mal sagen, wollte gerade noch angeben. Dass ich so gut zielen kann.
Nee, aber gefällt mir gut. Ja, doch, macht Spaß. So, wo ist er? Ich bin wirklich, also ein bisschen bumpen. Guck mal, das sind aber zwei Dinge. Da unten ist irgendwie was. Das haben wir uns vorhin gar nicht angeguckt. Ich finde. Und da hinten ist irgendwie was. Ich weiß natürlich nicht. Kill. Das ist die Entfernung. Gut, aber da unten ist ja trotzdem noch was. Da hat sich der Weg vorhin auch gezweigt. Da gibt es bestimmt eine richtig coole Belohnung. Oder was? Oder so ein Bonusgegner? Coole Belohnung wäre ich ja voll mit einverstanden übrigens. Ja. Nee, aber der ist jetzt irgendwie da oben. Hä? Oder vielleicht so eine laufende Metallkiste? Bleib stehen! Ah, die kriege ich nicht, glaube ich, oder? Ne, der haut irgendwann ab. Ja, okay, war klar. So, ich weiß jetzt nur nicht, was das mit dem E da auf sich hat. Ah, okay, man muss ihn aber einmal erwischt haben, oder was? Also das mit dem E, das geht nicht sofort. Man muss erstmal festlegen, welchen. Und dann, gut, ich denke mal, das sind natürlich bestimmte Sachen, die sind wahrscheinlich dann doch per Controller vielleicht ein bisschen leichter. Allerdings ja nicht für mich. Guck mal, da ist noch so eine Maschine. Also erstmal werden wir das. Gut, und jetzt ist die Frage, was hat es mit dieser Maschine auf sich? So, DNA-Modifikatoren. Hervorragend genetische Veränderung im Tausch gegen die DNA der Kreatur. Das heißt... So, das Ausweichen wird um minus 30% schneller regeneriert. Also geht schneller. Gibt 1000 auf Rüstung, gibt 1000 auf Schild, heilt plus 50%. So, Heilung fände ich jetzt besser. Wir haben 530 DNA. Fände ich jetzt eigentlich ganz gut. So, das heißt, wir sind wieder gut davor. Vielen Dank. Ich könnte natürlich, hätte wahrscheinlich jetzt auch den Rest hier. Achso, bloß um den Boss zu machen, oder was? Das heißt, ich kann mir hier noch, auch noch mehr kaufen für DNA. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich will auch noch 1000 Schild. So, das heißt, jetzt wird, geht erst das Schild runter, um mir den Gegner ein bisschen leichter zu machen. Ah, okay. Kann ich da runter? Nee, kann ich nicht. Kann ich natürlich nicht. Läuft aber flüssig, ne? Also für ein Early Access Spiel aus 2019 ist das gut gemacht. Also Kill Squad. Ne, Leute? Wenn ihr also noch ein bisschen Langeweile habt, nochmal was anderes sucht, vielleicht sogar gerne mit dem Controller spielt, würde ich sagen, dann könnte das was für euch sein. Und natürlich mal ein bisschen anderes. Ausnahmsweise habe ich mal schnell reagiert. Was ja auch für mich nicht ganz so typisch ist unbedingt. Wer macht denn das? Wieso können die mit einmal sowas? Naja gut, ich kann auch Upgrades haben, ne? Warum nicht die auch? Der Kugelhagel gewinnt den Lebens... gewinnt den hinzu. Oh ja. Getötet wird. Definitiv. Definitiv, aber das ist dann dieses Zeug hier, oder was? Kugelhagel? Ja. Definitiv. Lebensraub ist immer gut. Da hinten. Habe ich richtig gesehen. Manchmal sieht man die nicht so auf den ersten Blick. Oder nur ich sehe sie nicht. Aber es ist noch ein Ende. Wir sind noch ein bisschen weg, ne? 171 Meter. Das ist noch ein Ende. Also die sind auch noch nicht mal klein, ne, diese Gebiete. So, und wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt sogar noch ein bisschen Lebensraub dazu bekommen. Schild lädt sich auch wieder auf, oder? Oh, da muss ich weg.
Ich muss mich freischießen. Da ging irgendwie so gar nicht. Was auch ich. Das habe ich ja total vergeicht, oder was? Jetzt brauchen wir gleich mal ein bisschen Lebensraub. Ich weiß nicht, entweder kam ich da nicht weg oder ich habe nur in die falsche Richtung gedrückt. Das könnte auch sein. So, ist das wieder? Brauchen wir ein paar mehr Gegner. Dafür. Guck mal, der Effekt war gut, oder? Fast zu gut, würde ich sagen. Fast zu stark. Aber ich bin jetzt mittlerweile auch, kommen hier noch wieder ganz viele DNA. Aber das müssen wir mindestens noch einmal machen. Entschuldigung. Also mischt ja auch echt so zwei Genres jetzt miteinander, ne? Wilder Westen und Science Fiction. So, kommt doch, Leute, kommt doch, kommt doch. So, diesen Sidekick, das könnte man theoretisch auch mal auf eine andere Taste legen, einfach vielleicht. So, haben wir dann wenigstens ein paar erwischt da. Guck mal, ein bisschen Heilung. Heilung ist auch gut. Super. Oder Schild oder was auch immer das jetzt war. Also ich glaube, der Boss wird mich hier so eiskalt abratzen. Habe ich einfach die Befürchtung. So, also vorm Boss muss das aber wieder fit sein. Am besten. So. Oh, wir sind kurz vorm Boss, würde ich sagen. Die Frage ist, komme ich da so durch oder muss ich warten? Ach so, open. So, kann ich kurz abspeichern? Einmal kurz abspeichern, bitte. Ui. Das ist also ein Alpha-Dolem. Gut zu wissen. So, der macht ja wahrscheinlich auch genau das Gleiche. Na, wo ist er? Ich weiß auch gar nicht. Ist das hier ein Leben? Nee, was war das? Was mag das wohl gewesen sein? Oder ist das das Schild? Ach nee, das ist wahrscheinlich. Warte mal. Ah, okay. Ich habe nur zwei. Da muss ich erstmal laufen. Alles klar, okay. Das sind hier die Bewegungssprünge. Gut. Der Alpha-Dolem, der hat aber ganz schön was. Ich würde normalerweise sagen, wenn wir denn wissen, wo er ist. Ja? Wir müssen ihn erstmal finden. Ach so. Ach, wir sind jetzt hier erstmal in dieser Pampe. Und dann müssen wir ihn trotzdem noch. Okay. Wahrscheinlich, weil der überall diese... Da ist er! Guck mal, das ist ein cooler Effekt gewesen. Den haben wir. Erledigt. Erledigt. Willkommen, Kopfgeldjäger. Good job. Was soll ich sagen? Leute, was soll ich sagen? Good job. Hi. Ja, cooles Spiel. Also muss ich sagen, cooles Spiel bis jetzt. Also bis jetzt schon.
gut, wenn man es schafft. Das ist sowieso cooler, als wenn man es nicht schafft. Steuerung, wie gesagt, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich denke mal, normalerweise wahrscheinlich ein bisschen besser mit dem Controller. Ich denke mal, mit der Tastatur werde ich da irgendwann an meine... Fähigkeiten, komm. Gramangriff, Treuwaffe, häufig. Belohnung. Das heißt, ich habe jetzt diese Waffe als Belohnung gekriegt, oder was? Ja. So, kann dann umschalten. So, Ressourcen während des Vertrags. Die Frage ist, ich weiß, bin mir jetzt nur noch nicht ganz sicher, was ich jetzt hier machen soll. Zurück zur Lobby kann ich hier. Das ist mein Ruf. Als auch in der Verteidigung nützlich. Okay, Schock. Ja, ich denke mal, das war's, ne? Oder Auswertung vielleicht noch? Heilung, erlittener Schaden, Tode 0, Wiederbelebung 0, Kills 519. Was das jetzt sein soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob das gut war oder nicht gut war. Gibt's hier noch was? Nee. Ist auch egal. Hat Spaß gemacht, ne? So, aber das war schon cool. Fragen? Herzlichen, du hast deine erste Frage abgeschlossen. Habe ich? Und fördere deine Belohnung an. Was? Quests, oder? Also, wie gesagt, so leichte Übersetzungsfehler sind halt drin. Aber egal. Willkommen bei Killsquad. Also meine erste Belohnung werde ich auch mal beanspruchen, ja? So. Neuer Artikel, Ressourcen, Credits. Natürlich. Also das ist jetzt meine. Ich denke mal, die kann man bestimmt auch kaufen, oder? Schließe 5 Verträge mit Kess ab. Okay. Und dann? Sammle von Aufsehern. Okay. Also da werden wir mal schauen müssen. Was auch immer da jetzt passiert. Alles klar. So, abgeschlossen habe ich bis jetzt eine. Töte den Alpha-Dolem. Jawohl. Alles klar. So, liebe Leute. Ich denke mal, da hauen wir morgen auf alle Fälle nochmal eine Folge raus, ne? Also das ist schon, ich finde das sehr interessant. Bisher. Also mir macht es jetzt Spaß. So, Inventar. Die Frage ist, kann man das jetzt hier noch umrüsten oder was? Oder wie ist das? Ach so, und da kann ich natürlich wahrscheinlich auch sogar noch was mischen. So, zerlegen. Nee, ich will ja nicht zerlegen. Zerlegen wollte ich die eigentlich nicht. Also wenn, will ich sie benutzen. Das wäre so mein. So, das ist die Pistole. Jetzt kann ich die vielleicht hier rüberziehen oder was? Nee, aber muss ich doch tauschen können. Na gut, egal. Wie dem auch sei, Leute, wir gucken morgen. Wir werden morgen nochmal so eine Folge machen, ja? In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Fand das super interessant, ja, bis jetzt. Vielen Dank. Ich hoffe mal, ihr habt da auch Spaß dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.